Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal seit langer Zeit wieder mein Custom-Körbchen bei Doris abgerufen. Also hat mich ein wundervolles Paket mit Wohlfühlmoment-Düften erreicht. Und ich wollte euch sehr gerne zeigen, was da bei mir eingezogen ist. Ich habe gestern schon mal so ein bisschen reingespinkst. Ich konnte es nicht abwarten, aber es war zu dunkel zum Drehen. Von daher wollte ich das dann lieber heute bei Tageslicht machen. Und als erstes zeige ich euch die Goodie-Tüte. Das ist ja immer sehr, sehr großzügig, was Doris da reinpackt. Also noch schon jetzt vielen lieben Dank, Doris. Was ich ganz süß finde, hier war so ein kleiner Clips dabei. Total niedlich. Und weil es Weihnachten ist, hat sie einen kleinen Herzanhänger reingelegt. Das fand ich auch super schön. Have yourself a merry little Christmas. Und der passt perfekt in meine Weihnachtsdeko und findet sicherlich ein schönes Plätzchen. So, dann hatten wir dieses Mal als Goodie auch noch einen Stift von Wohlfühlmomente. Ja, da ist immer Gebrauch für. Den nehme ich wahrscheinlich mit zur Arbeit. So, jetzt kommt ein ganzer Haufen Goodies. Ich fange mal mit den Shop-Düften an. Einmal Coconut Cream Frappuccino. Ich glaube, ich kenne den Frappuccino noch nicht von Doris. Ah ja, der riecht ein bisschen wie der Seelentröster. Das Ganze aber noch mit so einer süßlichen ja, es ist nicht wirklich eine Kokosnussnote, aber es ist so eine süßliche Foodie-Note dahinter. Das würde ich den Duft beschreiben. Dann habe ich noch einen Shop-Duft, Cozy Showers. Mal gucken, wie das gemütliche Duschen denn so riecht. Ja, das riecht nach einem orangen Blutorangen-Duschgel. Es hat was von so einer herben Orange. Und es riecht auch sauber. Also cozy hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Da hätte ich irgendwie eher so was Cremiges, Kaschmir-Kuscheliges oder so mir vorgestellt. Aber wer herbe Orangendüfte mag, der sollte sich den vielleicht mal anschauen. Dann habe ich Candyland. Das ist bestimmt ganz was Süßes. Oh ja. Oh. Also das ist was für Duftnasen, die es absolut süß mögen. So Saltwater Taffy Fans oder Cotton Candy Fans. Alle, die es richtig süß mögen, die sind mit Candyland auf jeden Fall gut bedient. Dann habe ich Churro Caramel Drizzle. Oh, bei Caramel, da schlagen ja meine Alarmglocken immer an. Nö. Das ist auf jeden Fall kein Maggi-Karamell. Der riecht wie so eine Teigware, die frittiert gebacken ist und mit Zimt und Puderzucker bestäubt wurde. So eine leichte Schokoladennote ist auch noch mit dabei. So eine dunkle Schokolade, so eine schwarze, also wirklich richtige Dunkelschokolade, keine Milchschokolade. Das riecht auf jeden Fall nicht nach Maggi. Und der Rest der Goodies ist Custom-Düfte. Das ist einmal Honig, Mandel, Chamomile-Tee. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich mag Kamillentee-Düfte gerne. Ich mag aber keine Marzipan-Note. Mal schauen. Habe ich so einen kleinen Weihnachtsbaum bekommen. Oh, der ist aber schön. Der riecht tatsächlich in allererster Linie nach Kamillenblüten. Dann kommt da so eine Teenote hinterher, die ist aber schön sanft. Und dieser Kamillentee ist dann auch noch sehr schön honiggesüßt. Von der Mandelnote kann ich so jetzt nichts rausriechen, aber ich glaube, das könnte sein, dass die Mandel das Ganze so ein bisschen
nussiger macht. Also das ist auf jeden Fall kein Marzipan-Mandelduft. Ich würde eher sagen, es ist Kamillen-Honigtee. Riecht sehr gut. Dann Cabernet Sauvignon. Spricht man das so aus? Auch ein Custom-Duft. Ich glaube, das ist aber ein einzelnes Öl, meine ich. Ja, das ist ein richtig traubiger, süßer Duft. Also hat nichts wirklich von einer Alkoholnote oder sowas. Das ist eher die Traube. Ich mag nicht so gern Traubendüfte. Ich denke, der wird auf jeden Fall weitergehen. Dann Lavender Dream mit Pink Chiffon. Lavender Dream. War das der krautige Lavendel? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, der ist aber sehr schön. Ein krautiger Lavendel, der aber nicht zu beißend lavendelig ist. Der Pink Chiffon macht das Ganze sehr weich und weiblich. Eine tolle Kombi. Richtig, richtig angenehm. Hätte ich mich auch mal besser eintragen sollen zu. Ich glaube nämlich nicht, dass der da drin ist bei mir. Oh, noch ein Custom Duft. Blueberry Marshmallow Bomb mit Sweet Bakery Dough und Vanilla Bean Noel. Na, das kann ja was werden. Blueberry und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde, wisst ihr ja. Okay, der ist aber sehr parfümig, Blueberry, also das geht. Foodie, parfümig, Blaubeere. Also ich kann den Sweet Bakery Dough als Foodie-Note rausriechen. Vanilla Bean Noel macht das Ganze sehr Bodylotion-mäßig. Und dann kommt da so eine gesüßte Blaubeere zu. Also doch, ist jetzt zwar nicht meine Kombi der Wahl, aber das kleine Loop-Ding hier werde ich auf jeden Fall verdüfteln. Also vielleicht werden Blaubeere und ich ja dann doch noch Freunde. Mal sehen. So, jetzt zeige ich euch mal mein Paket. Es ist riesig und ich glaube, das wird wieder ein langes Video. Ah, jetzt freue ich mich sehr. Ich habe nämlich zwei Outlander-Düfte mir mitbestellt und ich habe Glück gehabt. Das ist nämlich mein absoluter Lieblingsduft aus der Outlander-Edition und den habe ich nur noch ein einziges Mal da gehabt und als ich wusste, der kommt wieder, habe ich den genossen. Und jetzt habe ich nochmal Claire's Garden zweimal mitbestellt. Die sind echt groß, die Melts. Finde ich total cool. Da kann man auf jeden Fall einige Male von düfteln. Und ich finde sie auch wunderschön mit der Uhr. Und oder so. Oh, das riecht schon toll. Claire's Garden ist für mich der Inbegriff eines Kräutergartens mit floralen Noten dabei. Also er hat ganz viel grün, kräuteriges, so es riecht so ein bisschen nach Petersilie, vielleicht auch sogar Basilikum. So richtig kräuterig. Rosmarin könnte auch dabei sein. Und dann kommt da eine ganz tolle, florale, pudrige Blumennote. Also es ist keine Rose. Ich würde eher sagen, das geht so in die Richtung Gardenie, Dahlia. Also so eine, also es ist keine Rosennote, sondern eher so eine gemischte Blumenshop-Note. Ja, zweimal habe ich den, Gott sei Dank. Da kann ich jetzt wieder einige Male von Claire's Garden düften. Ja, einer meiner absoluten Lieblinge von Doris. Dann habe ich mir den Waikiki Beach zweimal mitbestellt. Und ich sage ja, ich habe schon sehr lange nicht mehr abgerufen. Das ist auf jeden Fall, ah ja, von Juni. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe lange gesammelt. Und Waikiki Beach ist halt ein total toller Sommerduft, der auch meiner Meinung nach ein Dupe ist zu dem Waikiki Beach Coconut von Bath & Body Works. Den hatte ich nämlich mal als Kerze und auch als Bodylotion. Und ja, das riecht für mich identisch.
Ich mag den sehr und ich finde, das ist der schönste Kokos Body Lotion Sommerduft, den ich kenne. Und darum habe ich mir den direkt zweimal in weiser Voraussicht mitbestellt. Einmal, glaube ich, nur mitbestellt habe ich Saltwater Princess, weil ich nicht so genau wusste, ob das meins ist. Je nachdem, wie frisch der ist, ist das manchmal ja so Richtung Duschgel und das ist ja nie so meins. So, auch ein schönes Melt. Oh, der ist super. Den hätte ich mal besser doch noch zweimal bestellt. Oh, der ist richtig schön. Ein sehr aquatischer, aber sehr femininer Duft. Da könnte so ein bisschen was von Magnolie oder Jasmin drin sein. Sehr pudrig, floral. Und dann kommt da so eine große Note Salt Water. Also ich könnte Salty Sea Air oder sowas sein. Auf jeden Fall gefällt er mir sehr gut. Oh, auf den freue ich mich jetzt sehr. Der muss auf jeden Fall jetzt im Herbst noch dran glauben. Die Apfelwaffeln. Da wusste ich gar nicht mehr, dass ich den bestellt habe. Aber habe ich ja gut gemacht, ne? Passt. Ach, der ist so toll. Für mich ist das der perfekte Apfelduft. So bratapfelig, waffelig. Mit nur einer ganz kleinen Spur Zimt. Richtig, richtig toll. Ich finde, der riecht, wie meine Mama immer Apfelstreuselkuchen macht. Und im Herbst, wenn ihr dann so diese Streusel knetet und dann frische Äpfel drauf und so eine Spur Zimt mit rein. Ja, der riecht wie Mamas Apfelcrumble und da freue ich mich sehr drüber. So, den habe ich jetzt als letztes mit ins Warenkörbchen geschmissen. Der Flower Shower, der könnte also noch im Shop sein. Da habe ich mir überlegt, dass ich nach den ganzen Zimtdüften jetzt vielleicht mal wieder was Florales für den Frühling kaufe. Ja, und der riecht einfach nur blumig. Frisch, blumig, zarte Blüten, also es fühlt sich so an wie eine Frühlingsblüherei, also sowas wie Maiglöckchen. Genau, Veilchen vielleicht. Ach, sehr schön, so eine Frühlingsblüher-Duftstrauß. So würde ich sagen, riecht der Flower Shower. Absolut toll, finde ich auch großartig. So, dann glaube ich, geht es schon los mit den Custom Order Düften. Ah ne, ich glaube, einen Shop-Duft habe ich noch. Und zwar ist das hier so eine große Tafel, der Perlentaucher. Das ist auch schon lange her, dass ich den bestellt habe. Ich weiß gar nicht, wann der gegossen wurde. Steht das überhaupt drauf? Ja, auch im Juni. Wow, das ist aber auch eine coole Tafel. Guckt mal, riesig und auch richtig toll gemacht. Oh, der ist auch ganz schön. Das ist ein cremiger Bodylotion-Duft. Der könnte so eine Dove Bodylotion sein in der Kokos Sommer Edition. Ich finde, der riecht nach Kokos und nach Salzwasser und frischer als der Waikiki Beach, aber trotzdem geht er in dieselbe Richtung, was diese Kokosnuss angeht. Sehr lecker. Das wird auf jeden Fall einer, der nächsten Sommer hier zeigen darf, was er kann. Freue ich mich riesig drüber. Ich habe nämlich, wenn ich ehrlich bin, wir haben jetzt Ende, also der dritte Advent ist durch, noch kein ganzer vierter. Welchen haben wir denn heute überhaupt? Welches Türchen musste ich denn auch machen? Der 17. glaube ich. 17.12. Und ich habe jetzt schon irgendwie keine Lust mehr auf die Weihnachtsdüfte. Also ich habe jetzt im Moment immer meine Tannendüfte an, weil die gehen noch, aber mit
diesem ganzen Apfel- und Vanilleplätzchen und da bin ich irgendwie schon fast mit durch. Also irgendwie so richtig große Lust habe ich da gerade nicht mehr drauf. Darum freue ich mich gerade so sehr auf diese frischen Düfte. Ich glaube, das merkt ihr, ne? Jetzt kommen aber meine Custom-Düfte und ich glaube, da ist noch so einiges bei, was Foodie ist. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf gehabt auf Foodie-Düfte und die kann Doris eben sehr gut. Ich habe hier Wildberry Mousse mit Ice Cream Scoop Bread. Und da hatte ich total Lust drauf auf die Kombination. Ich habe mich da einfach mal zu eingetragen, weil ich Wildberry Mousse nämlich nicht mehr habe. Das sind so süße Röschen. Ja, und ich finde die Kombination toll, weil dieses Wildberry Mousse ist ja schon sehr künstlich beerig. Und mit dem Ice Cream Scoop Bread kriegt das Ganze so eine Wildbeeren-Eisnote. Und das ist dann schon wieder so künstlich, dass es wieder richtig gut ist. Also ich mag die Kombination Wildberry Mousse mit Eisnoten oder mit Plätzchenteig oder so mag ich das immer gerne, weil das dann schon so ein bisschen also die künstliche Waldbeere sozusagen noch foodier mehr wird. Genau. Dann habe ich Cinnamon Glazed Baklava mit Starbucks Coffee und Vanilla Custard. Da habe ich mir so ein Ornamentherz bestellt. Cinnamon Glazed Baklava kenne ich noch nicht, aber ich habe gedacht, das müsste ja eigentlich ein schöner Kombinationsduft sein aus Zimt und Kaffee. Ja, das ist es auch. Es riecht genauso wie ein Milchkaffee mit Zimtsirup drin und vielleicht noch so ein bisschen Kakaopulver oben drüber gestreut auf dem Milchschaum. Genauso riecht das. Herrlich. Der kommt beim nächsten Kaffeebesuch auf jeden Fall in die Lampe. Das passt perfekt gerade zur Jahreszeit. Dann habe ich noch ein kleines Herz von Country Berry Hot Cakes. Und das habe ich auch bestellt, weil ich das Duftöl kennenlernen möchte. Ich weiß die Duftbeschreibung von dem Öl überhaupt nicht mehr, aber es könnte Foodie mit Beere sein. Oh, das ist aber lecker. Ich finde, der ist nicht foodie, sondern der ist beerig, süß, hat so ein bisschen das Aroma, wenn man in so eine Haribo-Tüte reinduftet. Und der hat noch so ein bisschen was Parfümiges. Also mir gefällt der richtig gut. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal spinksen, mit welchen Kombis der so in der Liste ist. Lecker. Richtig, richtig toll. Und das könnte ich mir vorstellen, wird ein Nachkaufkandidat, wenn der warm genauso gut riecht. Sehr schön. Da habe ich mich mal wieder nur getraut, ein Herz zu nehmen. Ich kenne das. Irgendwie ist das ein Dilemma. So, noch einer, der wahrscheinlich perfekt jetzt passt. Zimt und Zucker mit Cake Batter Ice Cream. Eine Tafel. Und ich wollte gerne einen Milchreisduft. Darum habe ich mich da eingetragen. So sieht die Tafel aus. Und genau, so riecht er. Hat Doris wieder super hingekriegt. Er riecht nach Milchreis mit Zimt und Zucker. Lecker. Könnte sogar sein, dass der etwas vanilliger ist als ein normaler Milchreis. Ja, aber auf jeden Fall perfekt getroffen. So habe ich mir den Duft vorgestellt und gewünscht und so ist er geworden. Sehr gut. Und einer meiner Liebsten von Doris, der Erdbeerkuss. Ist das nicht süß? Eine Tafel. Glitzer. Ja, das ist einfach ein super leckerer Erdbeermilchshake-Duft.
Klar ist der ein bisschen künstlich, Erdbeerdüfte sind es fast immer. Der erinnert mich an den Strawberry Daiquiri von Goose Creek. Und noch ein bisschen milchiger. Also für mich ist das so ein Erdbeermilchshake. Auch ganz toll. Freue ich mich auch sehr. Erdbeerdüfte gehen ja auch bei mir immer. Dann habe ich zwei Little Somethings mitbestellt. Das sind ja diese Autodüfte. Da habe ich einmal The Eliminator mit Salty Sea Air. Und da freue ich mich jetzt auch sehr drüber, denn mein Duft im Auto ist tatsächlich auch gerade leer. Der duftet nicht mehr. Und, ah ja, den hatte ich mir für den Sommer bestellt. Cool Coco Monoi. Da bin ich auch mal gespannt. Das Duftöl kenne ich auch noch nicht. Ich mache den jetzt mal auf. Den kann ich ja wieder zumachen und ihn bis zum Sommer dann liegen lassen. So sehen die aus. Da habt ihr dann eine Aufhängung fürs Auto. Mache die immer an den Spiegel. Und man muss dann das Ganze hier aufdrehen. Ich denke, viele von euch werden das ja auch kennen. Dann kommt der Stöpsel weg und dann benetzt quasi dieses Fläschchen hier das Holzdeckelchen. Muss man, wenn man es nachfüllen will, das immer mal kurz auf den Kopf drehen. Dann ist das wieder feucht und gibt den Duft dann eben ab. Jetzt gucken wir mal, wie cool Kokomo neu riecht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so dieses Sonnenmilch, wie heißt das denn? Monoi Tahiti oder so ähnlich. Ich glaube, dieses Sonnengel oder Öl gab es auch irgendwie schon in den 80ern. Oh. Das riecht frischer, als ich dachte. Aber jetzt kommt, ist natürlich auch pur konzentriert hier, ne? Ja, es hat was von Sonnenmilch, aber von einer frischen. Und ich rieche gar nicht so viel Kokos. Also eher eine frische Sonnenmilch. Ist auf jeden Fall für den Sommer perfekt. Riecht also, so wie ich das jetzt hier an dem Fläschchen riechen kann, nicht nach diesem Monoi Tahiti Öl oder wie das heißt. Aber keine Ahnung, ich muss das gleich in Ruhe einpacken. Dann kommt das nächste. Ja, Salty Sea Air mit The Eliminator. Den könnte ich mir vorstellen, jetzt auch ins Auto schon zu hängen. Der ist auch blau. Denn Salty Sea Air habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Irgendwie sowas richtig Nordseeluftiges. Ja. Boah, der ist auch ganz schön intensiv. The Eliminator ist ja so ein Duft, der schlechte Gerüche eliminieren soll. Und der Salty Sea Air ist halt einfach unheimlich Nordsee-Ostsee-mäßig salzig. Und schön frisch. Ich denke, der wird als erstes im Auto landen. Dann jetzt im Moment habe ich gerade so einen Apple Pumpkin Duft drin. Und der ist jetzt halt weg, verduftet. Und jetzt kann ich was Frisches reinhängen. So, ein Silbertütchen. Ich habe noch ein paar Silbertütchen. Doris hat ja jetzt umgestellt auf andere. Aber ich glaube, das sind die letzten Silbertütchen, die sie jetzt noch rausgegeben hat. Eine Custom Order Trelicious Cake mit Vanille Ice Cream und Marshmallow Fluff. Da bin ich auch mal gespannt, weil den Trelicious Cake kenne ich nicht. Aber ich habe gedacht, so, der müsste doch wie Milchmädchen riechen, ne? So dieses, wie nennt man das? Kondensmilch gezuckert. Und da habe ich so Blüten bekommen. Oh ja. Oh ja. Der ist auch sehr gut. Der riecht wie Milchmädchen, süße Kondensmilch, richtig gezuckerte, dekadente. Und dann kommt da noch Marshmallow-Creme mit dazu. Oh, der ist sehr foodie, sehr, sehr dekadent süß. Aber ich mag's. Boah, das ist richtig was für Süßnasen. Und es hat so eine ganz leichte
röstige Note. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders beschreiben soll, als wenn das so ein bisschen karamellisiert ist, der Zucker, diese Kondensmilch. Lecker. Ganz tolle Kombi. Dann habe ich Popcorn und Sweet Peanut. Ich glaube, das war einer, der überproduziert war. Und den habe ich mir dann im Shop unter der Option Best of Custom Order dann gegriffen. Jetzt habe ich den da bekommen. Ah, Herzchen. Diese kleinen, normalen Herzchen. Oh ja, boah, ist der toll. Boah, der riecht so gut. Das ist wirklich Erdnussbutter-Popcorn. Also man riecht diesen popcornigen Maisduft. Und als wenn ihr das Popcorn, das schon eh per se süß ist, dann in die Erdnussbutter tunkt. Boah, ist das lecker. Meine Güte, Foodie-Himmel pur. Also, da bin ich froh, dass ich den noch abgegriffen habe. Ich hatte nämlich irgendwie Lust auf so einen Erdnussduft. Den habe ich nämlich überhaupt gar nicht mehr zu Hause. Und ja, da kam der mir gerade recht. Dann habe ich Cinnamon Glazed Baklava mit Sweet Bakery Dough und Vanilla Custard. Da habe ich mir vorgestellt, der müsste ja wie so ein Zimtgebäck riechen mit noch mehr. Dieses Sweet Bakery Dough ist ja, ja wie so Keksteig, kann man sagen. Da habe ich so kleine Tafelbruch bekommen. Und der riecht auch wie Milchreis. Aber dieser Milchreis hat einen Zimtsirup drin. Der ist also süßer noch als der davor hier. Mein, was war das? Trilicious Cake? Nee. Der. Zimt und Zucker mit Cake Batter Ice Cream. Der hier hat Zimtsirup drin. Der ist viel zimtiger, viel süßer. Und der Milchreis riecht irgendwie warm. Keine Ahnung, wie ich das anders beschreiben kann. Während der andere so aus dem Kühlschrank Milchreis ist, ist der warm. Mei, oh mei, ist das lecker. Also, ich bin hier heute echt im Foodie-Himmel. Wobei ich vorhin gesagt habe, ich habe die ganzen Zimtdüfte und Apfeldüfte schon satt, ne? Aber irgendwie kriege ich da gerade ja Lust drauf. Und noch ein Silverback, Sugar Cookie, Cotton Candy, Marshmallow Bomb. Ja, da habe ich so gedacht, wer auch immer diese Duftkombi eingetragen hat, das ist auf jeden Fall so richtig Dekadenz. Und da habe ich so kleine Sternchen bekommen. Ja, und es riecht nach Cotton Candy, also Zuckerwatte und so ein Marshmallow-Creme. Es ist also so ähnlich wie der Candyland, den ich heute als Goodie dabei hatte. Nur noch eine Spur Teig mit drin. Auch toll. Also sehr, sehr Zuckerwatten-Marshmallow-lastig. Der Sugar Cookie ist dann als Cookie so nicht wahrzunehmen. Eher so eine Spur Teignote hat der. Aber auch ganz lecker und viel süßer von diesem Candy her. Also so eine zuckerige Süße. So, und der letzte, dann habt ihr es geschafft, ist der Sugar Cream Pie mit Pink Sugar. Und da habe ich auch Lust drauf gehabt. Der war jetzt als letztes fertig. Ist erst am 9.12. gegossen worden. Der ist also gerade mal, heute ist der 17., habe ich gesagt, also 8 Tage alt. Da habe ich so kleine Blüten bekommen. Ja, und das merkt man. Der ist deutlich unreif. Der muss auf jeden Fall noch liegen. Bis jetzt rieche ich nämlich nur eine süße, cremige Note. Mehr noch nicht. Den Pink Sugar rieche ich noch gar nicht.
Der muss definitiv noch liegen. Und das müsst ihr auch wirklich beherzigen, wenn ihr Düfte frisch gegossen kauft. Da muss auf jeden Fall Zeit vergehen, bis ihr die in die Lampe schmeißt. Also den werde ich vor dem neuen Jahr mit Sicherheit nicht antasten, denn das wäre einfach zu schade drum. Dann ist der noch nicht ausgereift und hat sich das Öl mit dem Wachs noch nicht richtig verbunden. Also Sugar Cream Pie, Pink Sugar, kann ich euch dann irgendwann mehr zu sagen. Im Moment riecht er einfach nur cremig. Auf jeden Fall war das eine unheimlich tolle Bestellung für mich. Ich habe lange drauf gewartet. Ich glaube, das letzte Mal abgerufen habe ich im April oder Mai, meine ich. Müsste ich jetzt selber nachgucken. Und das ist halt wirklich schon lange her. Und jetzt habe ich so meine gesammelten Werke. Und das sind echt richtig tolle Düfte bei, die gerade perfekt zur Jahreszeit passen oder schon auf den Frühling Lust machen. Und das ist genau gerade das, was ich brauche. Ich freue mich riesig drüber. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich packe das jetzt alles in Ruhe in meinen Kerzenschrank und freue mich einfach drüber und genieße meine Düfte. Ich glaube, ich muss gleich nochmal dran schnuppern überall. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und eine schöne weitere Adventszeit und frohe Weihnachten, wenn wir uns bis dahin nicht mehr sehen sollten. Macht's gut. Tschüss.